Hallo liebe Mercedes-Benz-Freunde, hier ist wieder euer Martin Magröll, Produktexperte im Autohaus Endres Oranienburg. Und heute ist mal wieder Interview-Time. Ja, ich habe mir heute mal jemanden aus dem Vertrieb geschnappt und den werden wir heute interviewen. Und zwar handelt es sich um Manuel Ozzolino. Ja, hallo und herzlich willkommen. So, wir sitzen jetzt hier in unserer Auslieferungslounge. Manu, ich freue mich ganz besonders auf das Interview mit dir, weil wir sind ja schon wirklich lange Kollegen. Ja, ja, und vielen Dank für die Einladung. Nicht dafür. Und du kannst ja mal erzählen, seit wann du eigentlich bei der Firma Endres bist. Ja, ich bin mittlerweile seit ein bisschen über 3 Jahren bei der Firma Endres. Habe meine Zertifizierung zum Nachwuchsverkäufer hier bei uns im Haus gemacht. Ja, und bin seitdem Teil des Vertriebsteams, gemeinsam mit meinen Kollegen an den anderen Standorten und natürlich auch gemeinsam mit dir als Produktexperte an meiner Seite. Ich muss auch dazu sagen, ich arbeite sehr gerne mit dir. Und mit der ersten Frage möchte ich gerne mal beginnen. Warum bist du Verkäufer bei Mercedes-Benz geworden und was hat dich dazu angetrieben? Ja, ich sag mal, Mercedes-Benz, die Faszination der Marke war bei mir sowieso schon von Kindesbeinen an vorhanden. Und für mich gab es eigentlich auch nur die Option, also wenn es denn wirklich in den Vertrieb geht, gerade der Automobilvertrieb, bleibt eigentlich auch nur Mercedes-Benz als Marke dort an der Stelle auch Tatsache für mich. Ja, was treibt mich an oder was hat mich damals angetrieben? Einfach der Spaß, tolle Produkte anzubieten, mit Kunden zu kommunizieren, den Kunden auch wirklich tolle Erlebnisse auf ihrem Weg zu ihrem Neuwagen zu bereiten. Das sind so mehr oder weniger die beiden Hauptpunkte. Okay, also ich merke schon, du lebst den Slogan, das Beste oder nichts, ne? Ja, kann man so sagen. Kann man definitiv so sagen, okay. Ganz genau. Die zweite Frage ist, was hat dich denn genau zur Firma Endres gebracht? Ja, zur Firma Endres haben mich 2 Dinge gebracht. Und zum einen ist das natürlich die schöne Nähe von zu Hause aus zu meinem Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn ich sage, heutzutage wirklich in der Stadt, in der man lebt, auch arbeiten zu können, ist schon fast ein Stück weit Luxus, sagen wir so, genau. Ja, und als zweiten Punkt natürlich der gute Ruf, der Firma Endres auch vorauseilt. Also man hat immer wirklich gehört, es ist ein schönes Team, was dahinter steht, tolle Kollegen, wirklich sehr, sehr familiär, weil es ist ja nach wie vor ein Familienbetrieb, der wir hier sind und ist eben nicht alles so anonym wie bei den größeren Vertretern oder in den größeren Autohäusern. Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und fragen würde, was sind die wichtigsten Eigenschaften eines Verkäufers, was würdest du dem mit auf den Weg geben und auch als Hinweis mitgeben, sag ich mal? Mit die wichtigste Eigenschaft ist eigentlich eine relative Kleinigkeit. Und zwar ist das einfach nur wirklich gut zuhören und darüber wirklich den Kunden letztendlich kennenzulernen. Also ich sag mal, es gibt kaum was wichtiger ist, als wirklich den Kunden wirklich nach seinen persönlichen Bedürfnissen auch zu beraten. Wenn mir der Kunde erzählt, er hat Hund, er hat eine bestimmte Sportart, die er ausführt etc., da wirklich auch komplett authentisch sein, Interesse zeigen, sodass dann letztlich auch das Fahrzeug, was wir gemeinsam für ihn aussuchen, auch wirklich zu 100% auf seine Bedürfnisse und vor allen Dingen auch auf seinen Lebensstil letztendlich zugeschnitten ist. Was sind denn die Aufgaben eines Verkäufers? Also natürlich in erster Linie natürlich Autos zu verkaufen, aber da will ich jetzt gar nicht hin. Die Nebentätigkeiten, sage ich mal. Ne? Also Nebentätigkeiten gibt es natürlich eine ganze Menge. Ja. Also es ist nicht wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen im Autohaus und Autos zu verkaufen, sondern auch die Kunden zu betreuen. Ne? Jetzt nicht nur nach dem Autokauf oder nach der Auslieferung, sondern auch wirklich, wir haben ja auch Flottenkunden, die immer wieder analysiert, hinterfragt werden müssen. Der Fuhrpark verändert sich. Man muss auch so viele Sachen auch Rücksicht nehmen letztendlich bei seiner täglichen Arbeit. Ob das jetzt Änderungen beim Hersteller sind, ob das Änderungen vom Gesetzgeber sind. Also es ist wirklich also unheimlich spannend, auf was man sich da letztendlich einlassen muss. Und natürlich auch unheimlich viele administrative Aufgaben noch im Hintergrund. Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, zu jedem Fahrzeug wird bei uns halt klassisch noch eine Fahrzeugakte angelegt, wo dann wirklich von der Fahrzeugbestellung über eine mögliche Inzahlungnahme die ganzen Bankgeschichten, Finanzierung, Versicherung, was da alles so mit reinspielt. Das kommt alles dazu und zu dem Thema musst du natürlich auch wirklich immer topfit sein, um den Kunden letztendlich auch das passende Produkt letztendlich. Man muss sich natürlich auch als Verkäufer gewissermaßen weiterbilden. Ne? Also wenn zum Beispiel jetzt bei der Modellpflege was Neues kommt, muss sich natürlich der Verkäufer auch hintersetzen, den Kunden zu präsentieren, sag ich mal. Ne? Klar, also. So sieht's aus. Und deswegen ist das auch eine schöne Möglichkeit, die ich immer ganz gerne bei uns im Haus nutze, dass wir auch wirklich mal
so ein Auto mal wirklich für ein, zwei Tage auch mal mitnehmen können, wirklich auch selber mal in der Praxis einfach mal erproben Learning können. By doing. Learning by doing, genau, weil wie du selber von deinen Themenbereichen auch weißt, die Online-Trainings meistens, die ich in einer Viertelstunde, in einer halben Stunde abgehakt habe, sind zwar wirklich nice to have, das ist schon mal ein ganz gutes Handwerkzeug, was man damit eben an die Hand bekommt, aber wie gesagt, der große Teil ist wirklich auch in der Praxis ab, sich wirklich mit den Produkten auch vertraut zu machen. Wie sieht denn so dein Tagesablauf auf? Ja, also Tatsache ist ein Tagesablauf, so ich ihn geplant habe morgens, ist eigentlich nach der ersten Viertelstunde Tatsache schon über den Haufen geworfen. Ja, weil es einfach viele Kleinigkeiten gibt, die einfach nochmal dazwischen kommen, die man natürlich aber auch gerne macht. Ein Tagesablauf ist nicht nur Kunden anrufen, Angebote zu schreiben, wirklich mal hinfahren zum Kunden, sondern es geht auch über diese klassischen Beratungstätigkeiten hinaus. Ich übernehme auch gerne mal eine Zulassung von Kunden, fahre nach Berlin zur Zulassungsstelle, kümmere mich um die ganzen Geschichten. Also rundherum so, dass sich der Kunde bei dir rundherum wohlfühlt, ne? Genau, richtig. Dieses Thema Elektromobilität, Plug-in-Hybride hat ja immer mehr Fahrt aufgenommen. Ja. Da den Kunden auch wirklich aktiv zu unterstützen, was jetzt die Antragstellung für die Umweltprämie angeht, dass der Kunde damit nicht wirklich im Regen stehen gelassen wird. Also wirklich. Du bist ja nicht nur Ladenverkäufer, sondern fährst auch mal ab und zu in den Außendienst. Ne? Das heißt, du fährst auch zu Firmen hin, und um dich aktiv vorzustellen. Das kannst du ja auch nochmal so ein bisschen... Ja, ist natürlich jetzt, gerade was das angeht, für mich eine enorm doofe Zeit. Ja. Ne? Weil klar, wir haben natürlich entsprechend Regelungen, die wir alle zu beachten haben. Einige Kunden schotten sich auch Tatsache so ein bisschen ab und wollen halt keinen externen Besuch haben. Muss man an der Stelle auch einfach respektieren. Nee, aber sonst ist es schon, wie du sagst. Man fährt natürlich sein Verkaufsgebiet ab, guckt, dass man wirklich mindestens einmal im Jahr bei den Kunden präsent war, sich einmal nochmal vorgestellt hat. Ja, und einfach nochmal geguckt hat, gibt es Veränderungen im Fuhrpark, in der Flotte, kann man was tun? Auch gerade wahrscheinlich bei Firmen, die nicht die Zeit haben, zu uns zu kommen, in den Verkaufsraum. Ne? Und das sind Tatsache unheimlich viele Firmen. Ja. Also ein klassisches Beispiel im Handwerksbereich. Ein Handwerker fängt morgens um 7 an. Auf der Baustelle vor 7 Uhr wird er nicht ins Auto rausfahren, da hat er mit Sicherheit andere Sachen zu tun. Und zum Feierabend ist er letztendlich auch wieder froh, wenn er denn wirklich auch sein bisschen Freizeit, was er hat, noch genießen kann. Und wenn man sich da einfach mal guckt, dass man einfach mal so ein paar Stunden für den Kunden noch investiert, dann freuen die Kunden sich natürlich auch. Ne? Das ist ganz klar. Was macht dir besonders viel Spaß bei deiner Tätigkeit? Was mir natürlich unheimlich viel Spaß macht, ist A, die Arbeit im Team. Natürlich mit euch allen hier zusammen im Haus. Also ich habe wirklich sowohl in Oranienburg als auch an den anderen Standorten wirklich ganz, ganz tolle Kollegen da. Ansonsten viel Spaß bereitet mir eigentlich sonst so ein bisschen die Emotionen der Kunden auch zu beobachten. Gerade auch, wenn wir wahrscheinlich Richtung Auslieferung gehen und das Tuch enthüllt wird. Ja, ne? Gut, das ist natürlich sowieso für alle Seiten letztendlich das Highlight. Ne? Wenn man also wirklich eine schöne Beratung gemacht hat, das richtige Fahrzeug vom Kunden ausgesucht hat und dann das Fahrzeug übergibt letztendlich mit einer wunderschönen Auslieferung bei uns hier im Haus. Wir haben jetzt unsere Auslieferungsecke auch komplett neu gemacht, also wirklich mit einer Lounge, mit einer tollen Beleuchtung. Genau. Und das ist für den Kunden doch schon immer noch ein kleines Highlight. Denn. Dein schönstes Erlebnis mit Kunden, hast du da einen so einen Punkt, den du gerne sagen möchtest? Oder? Es gibt viele schöne Punkte. Ja. Ganz toll ist natürlich immer zum Jahresende hin, wenn man es wirklich noch schafft, am 23. oder 24. dem Kunden sein Fahrzeug quasi nochmal unter einen Tannenbaum mitzulegen. Das ist wirklich immer eine ganz, ganz schöne Geschichte. Und da sind wahrscheinlich auch die Emotionen dann auch ein bisschen größer, ne? Definitiv. Ja. Klar, weil die Kunden teilweise fast ein Jahr auf ihr Fahrzeug gewartet haben und dann... Dann steht es dann mit einer Schleife, dann steht es dann mit einer Schleife mit einer roten zu Weihnachten. Ne? Also es ist wirklich dann immer noch eine ganz schöne Geschichte. Ansonsten, jede Auslieferung hat wirklich seine Highlights. Also hast du ein Lieblingsmodell von Mercedes-Benz und warum hast du es? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir einfach mittlerweile eine wirklich tolle Produktpalette haben oder beziehungsweise auch schon immer gehabt haben. Aber ein Fahrzeug, mit dem ich persönlich wirklich unheimlich viele Emotionen verbinde, ist wirklich unser G-Modell. Seit mittlerweile über 40 Jahren auch am Markt, charakterlich und optisch kaum verändert, das Fahrzeug. Das ist ein Fahrzeug, wo ich wirklich sage, das begleitet mich jetzt auch schon so viele Jahre. Das ist, auch wenn man auf der Straße unterwegs ist, es ist einfach ein Hingucker. Es ist auch ein tolles Fahren mit dem Fahrzeug, gerade im Gelände, wobei mittlerweile ja immer mehr Fahrzeuge auf der Straße auch unterwegs sind. Also artgerechte Haltung sieht letztendlich anders aus. Also gibt es ein Fahrzeug, was du noch nicht verkauft hast und was du gerne mal verkaufen würdest? Ja, also sag mal, um kurz auf die Ziele einzugehen, die Ziele sind natürlich immer eine Steigerung zum Vorjahr hinzulegen, was jetzt Stückzahlen angeht, was verkaufte Fahrzeuge angeht. Es gibt natürlich auch das ein oder andere Fahrzeug, was ich natürlich noch nicht verkauft habe. Dazu zählt die Mercedes-Benz Maybach S-Klasse. Das ist wirklich so ein Fahrzeug, wo ich sage, das ist mal ein absoluter Traum, wirklich sowas auch mal dem Kunden übergeben zu können irgendwann. Es ist ja nicht so, dass ich den Verkäufer mache, also die Ausbildung mache und dann danach verdiene ich gleich Millionen. Ja, so ist es ja nicht. Nein, so ist es bei weitem nicht. Ja, so also ist, viele, so ist es viele auch denken das vielleicht, aber es ist ja wirklich harte Arbeit, erstmal sich einen Kundenstamm erstmal zu arbeiten. Ganz genau. Ja, du brauchst definitiv in dem Job auch ein Stück weit Ausdauer.
Es gibt wirklich mal eine Durststrecke, wo es eben mal überhaupt nicht läuft. Sich davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern wirklich auch hart zu arbeiten, weiter zu arbeiten. Jetzt nicht nur bezogen auf die Arbeitszeit, sondern auf sich wirklich Gedanken machen, woran mag es eventuell gelegen haben. Und nochmal so wirklich für sich die ganzen Geschichten Revue passieren zu lassen. Harte Arbeit zahlt sich aus. Ich weiß, das klingt ein bisschen abgedroschen, der Spruch, aber... Hätten wir ein Phrasenschwein, müsstest du jetzt zahlen, aber... Dann würde ich definitiv was reinschmeißen, ja. Aber im Vertrieb ist es tatsächlich so. Ja. Also wirklich immer Vollgas geben. Ja, also das nochmal für euch auf dem Weg. Wir sind auch fast am Ende des Videos angekommen. Meine 10. Frage gilt an euch. Wenn ihr noch Fragen habt an Manu, die ich jetzt nicht gestellt habe, dann könnt ihr das gerne unter dem Video in die Kommentarleiste schreiben. Vielleicht werden wir dann nochmal mit Manu einen Teil 2 drehen oder werden die Fragen nochmal anders stellen. Manu, vielen Dank. An dich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Einladung. Auch, dass du wirklich so ein paar persönliche Dinge mit ins Spiel gebracht hast, ja, wie dein Lieblingsmodell. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es in die Kommentare, dann interviewen wir gerne noch andere Leute. Und bis dahin sage ich, abonniert uns auf Instagram und Facebook. Und der Schluss ist wie immer, Manu, du weißt es. Hashtag Team Endless.